Hallöchen, meine werten Freunde. Wir sind wieder am Start. Hier, wenn das mal nicht eine Command Area ist. Mann. Territory. Eigentlich ist egal. Eigentlich kann ich die Command Area hier anlassen. Das bringt eigentlich viel mehr. Oder ich mir einfach nichts an. Warum hat das Turret keinen Strom? Warum habe ich keinen Strom? Ich habe gerade gehört, Device complete. Da muss ich ja Strom haben. Ist richtig, ne? Ist alles fertig. Second floor. Da fehlt noch einiges. Aber das Ding ist gerade online gegangen. Das heißt, die müssten doch jetzt eigentlich hergehen und das hier bauen, ne? Ja, guck mal. Guck mal. Ich meine, ich habe ja genug Fuel. So ist es nicht. Würde ich jetzt mal behaupten, da ist genug von da, ne? Sag ich jetzt mal so. Ja, jetzt müsste ich mit plus 9 haben. Danke. Neun, 18, 27. Dann habe ich plus 27. Und das hier ist immer noch mehr als genug. Es reicht also erstmal dicke. So dass ich. Warum hat das Ding keinen Strom? Also kriegt auf jeden Fall. Sag mir nicht, es ist. Nee. Warte mal. Das ist nicht. Da ist es nicht. Da ist es nicht wirklich. Ich glaube, es hackt. Das ist eine Lücke in meinem Power Grid. Eine Lücke und da baue ich das Turret rein. läuft. Ed läuft bei mir, Schön, schön. Air Purifier. Der macht auch, was er soll. Der hier macht, was er soll, ne? Den könnte ich mal upgraden eigentlich. Brauche ich aber mehr Worker für. Dafür brauche ich generell mehr Worker. Das Ding hat eigentlich auch mal Prio. Was habe ich eigentlich nochmal gebaut? Ach so, die Energy Pylon. Ah, guck mal, jetzt habe ich nämlich meine ganzen Isotopes alle verballert. Und ich wollte das hier nämlich claimen und surveyen. Das kann der dann direkt mal tun. Da kommt hier nämlich eine doppelte Mine hin. Na, jetzt werden die Dinger alle fertig. Guck mal, plus 15 habe ich schon. So, ich habe 19. 7 Leute, die hier rumlaufen. 6 in Fulltime-Jobs. Wir machen gerade alle die Prio-Sachen. Hier ist Survey Ruins. Ist gerade ziemlich weit oben. Construct Building kann runter. Dismantle Building kann auch mal hoch. Ich weiß gar nicht, wo der was dismantelt. Na, ist ja auch egal. Was machen die hier? Wo laufen die hin? Ach, die bauen das mal weiter. Das ist ja mal was. Die bauen tatsächlich mal, was sie sollen. Ich bin begeistert. Da kommt noch eine Straße hin. Und das Ding. Boah, das ist aber viel. Puh. Muss ich eigentlich mitnehmen. Und hier. Ne, das kann weg. Das ist Quatsch. Ne, das kann auch weg. Okay. Ach, mein Energy Pylon ist fertig. Sehr gut. Das heißt, um hier muss ich den Energy Grid upgraden. Tut mir leid. Da brauche ich doch Construct Building. Das ist hier aber nicht drin. Das ist nämlich Upgrade Building. Ach nee, ich habe es priorisiert, deswegen ist es ganz oben. Dann ist es egal. So, Empty Mines, Isotopes, Smokestack, Minerals, Construct Device. Das sind die ganzen Batterien jetzt, ne? Sehe ich richtig, ne? Müssten die ganzen Batterien sein. Ja, guck mal, sind nur noch zwei. Die schon fast voll sind. Nehmen wir mal ganz nebenbei. Die schon fast voll sind. So. 5 von 0, das ist gar nicht gut. Wo war der? Wo kommt der denn her? Der kam mir durch aus den Gegenden. So. Energy Grid. Ja, guck mal, reicht schon. Wonderful. Production. Mine.
Bitte, bitte. Ah, ich habe nicht genug, okay. Und natürlich die Road. Und eigentlich müsste ich hier. Eigentlich wisst ihr, was ich machen müsste. Und das mache ich jetzt mal. Wir tricksen jetzt mal ein bisschen. Das hier ist Level 3, ne? Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist noch Storage Facility. Die können wir hier oben irgendwo hinsetzen. Oder hier so. Danke, was ist da so drin? Drei rote Artefakte nehme ich mit. Ist das Level 2 eigentlich? Boah, da passt immer noch mehr rein. Krass. Heftigst. Wenn das Ding in die Luft fliegt, dann ist hier aber Tabula Rasa, sag ich euch. Dann fällt hier alles auseinander. Eieieiei. Wo laufen die hin? Ach, die sammeln Zeug, ne? Kann das sein? Ah ja, tatsächlich. Die sammeln endlich mal den ganzen Kram. Ich habe nur nicht mehr so viel. Was ich jetzt übrigens gelernt habe, ich kann das Ding so einstellen, dass der da keinen Müll reintut. Dann ist das Storage-Ding komplett müllfrei. Das ist natürlich großartig. Das bringt mir zwar jetzt gerade im Moment überhaupt nichts. Aber ich kann es so einstellen. Hey. Isn't that great? Und das Ding müsste ich mal upgraden, wenn ich genug Isotopes habe. Die sammeln aber gerade Minerals. Ohne Ende. Wo gleich nichts mehr von da ist. Construct. Construct Building. Minerals unter die Isotopes. Dann doch lieber den Smokestack. Da ist nämlich nicht mehr viel Platz, Leute. Und das Extracten kann ich auch mal umschieben. Komm, ich brauche keine. Ich brauche noch. Jetzt brauche ich ein paar Isotopes, bitte. Ein paar Isotopes. Brauche ich das eigentlich? Ich brauche das überhaupt nicht. Das ist komplett überflüssig. Also braucht momentan wirklich keiner. Ich habe gar keine Isotopes. Sehr gut. Ein paar habe ich schon, aber. Das Extra Collateral Damage. Puh, wenn ich die beiden nebeneinander setze, dann wird das in die Luft fliegt, dann fliegt hier alles in die Luft. Das ist nicht so die beste Idee, fürchte ich. Ha. Außerdem macht der Smokestack denn wenigstens was? Er hat nichts. Das ist nett. Du hast ja mal gar nichts. So, die sind mal hier dran. Ah, die bringen ja sogar Zeug ran. Ich bin begeistert. Ich muss auf jeden Fall das hier wegmachen. Das kriegt Prio. Dann setze ich da eine Mine hin, die die drei Felder leer macht. Das bringt mir zwar jede Menge Pollution, aber ne, die beiden Felder. Weil die 58 und 74, da kann ich maximal ein Mannequin draufsetzen. Da bin ich ziemlich lange dran. Vor allem habe ich keinen Platz für die ganzen Minerals. Brauche auf jeden Fall noch mehr Storage. Energy Depot. Bringt mir nichts. Ich habe 14.000er. Ach guck mal, wir müssen sie mal abkürzen mit 14k. Das bringt ja gar nichts so. Ich habe 141.000. Oh, geil. Ja, das wird später ja immer ein bisschen schwieriger, das Zeug zu bekommen. Also von daher, alles gut. Momentan ist es ziemlich OP. So, was machen die gerade? Construct Building. Repair Non-Military ist oben aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen. Das heißt Building. Ein Building, zwei Building. Achso, sind zwei Jobs, aber die machen das. Okay. Alles klar. Okay, zwei Leute noch. Der noch und der baut und der bringt das schon hier hin, denke ich. Guck mal, eins und zwei. Warum konnte ich hier keine Mine bauen? Weil da die Isotopes drauf liegen, die ich eigentlich brauche. Ah, genau. Möglicherweise kostet das wenigstens ein bisschen Minerals. So, die Mine geht live. Pickup Limit 5. Target Isotope Node.
Kann auch woanders hinlegen, das ist voll cool hier. Zack. Wollte ich jetzt bauen? Ja, das da geht. Na komm, habe ich gesehen. Ich könnte hier noch eine Mine hinbauen und die uns in Minerals einbauen lassen. Aber nein, ich baue erstmal eine Storage Facility. Vielleicht baue ich hier eine hin. Ich könnte hier eine doppelte hinbauen. Oder ich baue einfach hier noch eine. Oder hier. Wer ist mit hier neben? Na, das macht nicht so viel Sinn. Eigentlich ist es hier fast besser. Weil dann kann die das Ding nämlich voll ballern mit Zeug. Eigentlich eine ganz gute Idee. Weil die Mine mit den Minerals ist gerade ziemlich egal. Die braucht wirklich keiner. Also die ist gerade komplett überflüssig. So. Also, Construct Building kann runter. Das heißt, was jetzt ganz oben ist, ist Waste. Und natürlich das Ding hier bauen, aber das ist gleich fertig, die Storage Facility. Sollte also nicht das Problem sein. Das ist das Prio-Ding, das ist gleich weg. Dann habe ich auch mehr Platz. Und das Ding werde ich dann, muss ich dann... Boah, ich kann das Storage-Ding. Oh, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Guck mal hier. Das Ding wird jetzt gefiltert, dass da nur Müll rein darf. Das heißt, rein theoretisch dürfte da gleich nur noch Müll drin liegen. Und hier der ganze Müll müsste auf lange Sicht verschwinden. Und der Müll, der hier drin ist, die ganzen Dinger, die müssten auch alle mal... Ne, hier ist gar keiner drin. Wo sind ja die Waste Receptacles? Hier, ne? Irgendwo bei den Conversion Capsules. Hä? Ist ja nicht so klug gebaut von mir. Ich komme nochmal zwei Leute. So, das heißt, jetzt haben die noch den einen Job und dann haben die Clean Waste, was die jetzt gerade alle machen. Ich weiß nur nicht, wo sie es machen, aber hier fahren jede Menge LKWs rum. Guck mal hier. Die hauen den ganzen Müll hier rein. Alter, krass. Der ganze Müll wird hier reingeballert. Wo holen die den her? Ich fürchte, die holen die den hier raus. Die holen den hier raus. Da ist nur noch ein Müll drin. Geil. Das ist voll gut. Ja, perfekt. Dann hole ich mir doch mal zwei. So, das heißt, hier dürfte jetzt kein Müll mehr drin sein? Ne, perfekt. Und hier in den Dingern sind die Waste... Ah, war ich da gerade erst drin. Die Waste Receptacles, die könnte ich auch mal zerlegen, ne? Oh. Ja, komm, jetzt habt ihr mal einen Grund hier. Jetzt könnt ihr mal aufräumen, bitte. Jetzt könnt ihr euch mal anstrengen mit dem Aufräumen hier. So, und hier. Und hier habe ich schon einen. Habe ich schon gemacht. Guck mal, jetzt läuft das Ding nämlich auch wieder. Und ich habe mehr als Alter. Ich habe 15 Living Space. Ja, dann nehmen wir doch schon mal 4, dann haben wir noch 11. Dann haben wir noch 4. Ah, das war wieder dumm. Warte, kann ich das abbrechen? Nein, kann ich nicht. Okay, habe gleich wieder jede Menge Müll. Egal. Kriegen wir ihn. Kann ich alle nur konvertieren. So, schaffe ich es noch, das Ding zu upgraden? Nein, schaffe ich nicht. So, jetzt kommen erstmal die bösen, bösen Gegner. Das hier ist völlig okay. Das könnte noch Level 3 werden. Brauche mehr Energie, aber ich habe dann noch 4 Living Space mehr. 4? Den gibt 5. Warte mal. Ich das upgrade, komme ich von 18 auf 22, das sind 4. Ach, die Pollution Resistance geht auf 40% hoch. Okay, das ist natürlich gut. Level 3 connected, das ist richtig gut. Ich habe nur noch plus 10 Strom, ich muss da mal für sorgen, dass da ein bisschen mehr ist. So, wo kommen jetzt die Rebels her? Kommt, wo seid ihr? Ich muss euch abfangen.
bleiben sie denn? Baha. Ach, von da. Belen. Da unten irgendwo. Der, wo will denn? Oh, direkt hier. Erstmal einen Burrow machen. Der geht voll in die Range von den Dingern. Wo will der hin? Ah, der will auch da unten hin. Gott, der fliegt dahin und. Ja, jetzt gleich sind die Dinger kaputt. Okay. Na? Ja, das killt natürlich meine Straßen. Danke dafür. Oh, der hat sich anders überlegt. Sehe ich gerade. Ja, genau, geh auf mein Haus. Ja, nee, toll. Das ist genau das Einzige, was noch nicht raus. Was nicht Burrow kann. Oh, jemand ist gestorben. Was vor von Sickness? Okay, das geht ja. Kill ihn. Sterbensaal an Krankheiten, das ist auch toll. So. Let's go. Hier ist alles A-Burrow, das ist also gut. Und natürlich wird Repair Non-Military und. Ja gut, Repair Military ist gar nicht. Hat gar keinen Schaden genommen. Ich meine, was will er ausrichten, ne? Du kannst auch schießen, ne? Hallo, du stehst direkt vor dem. Wirklich. Mich verarschen. Ist in dem drin. Naja. Noch, jetzt habe ich Enter gedrückt. Wollte ich doch gar nicht. Unborrow wollte ich. So, das hat doch gut funktioniert. Erstmal alles wieder rausholen. Alles noch da. Reparieren müssen wir auf alle Fälle. Hier ist ein Ding zum. Das ist kaputt gegangen. Und die Straße hier ist kaputt gegangen. Und das Ding muss böse repariert werden. Aber sonst alles fresh. Guck mal, die kriegen jetzt jede Menge Waste. Wie viel ist hier drin? Alter. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das muss ich jetzt schon wieder upgraden. Guck mal, die bauen das immer noch voll. Passt ja schon ein bisschen was rein, aber so viel dann auch nicht. Sorry, aber das muss ich erstmal vollballern. Oh, die Schiffe sind gleich wieder repariert. Irgendwie abfangen oder so. Also früher abfangen, dass sie gar nicht erst zu mir hinkommen. Dafür bräuchte ich eigentlich nur mehr Schiffe. Weil das so eigentlich gar nicht reicht. So, hier unten ist eigentlich alles. Das kann ich auch mal Prio machen. Das natürlich auch. Machen die gerade. Isotopes. Bewegen die gerade. Von wo? Irgendwo da hinten bewegen die gerade Isotopes. Warum auch immer. Fragt mich nicht. So, das Ding wird geupgradet. Ach so, deswegen. Nee. Deswegen bewegen die keine Isotopes. Das ist Quatsch. So, doppelte Storage. Doppelter Müllstorage. Da ist nichts mehr zu tun. Repair Non-Military muss natürlich mal gemacht werden, ist klar, da sind sie aber schon dabei. Das hier ist gleich weg. Zack, kommt da eine Straße hin. Was ist hier eigentlich für ein Plätzchen? Da ist noch gar nichts, ne? Was könnte ich denn da mal hinmachen? Ich könnte den Air Purifier auch mal upgraden. Aber was könnte ich denn mal hier hinsetzen?
Ein Transporter ist Quatsch. Ich könnte hier nicht nur ein Turret hinsetzen. Hier so? Hier könnte eigentlich noch ein guten Turret hin. Wo ich gerade mal das Geld habe. Wo ich gerade mal das Zeug habe. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt natürlich gerne irgendwann mal diesen ganzen doofen Rebels alle mal weg. Weil die nerven. Die nerven richtig. Weil die sind einfach echt ätzend. Und ich würde die gerne mal loswerden. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, hier kann ich keins hinsetzen. Hier ist Wasser, aber ich könnte natürlich hier unten. Ich könnte das einfach upgraden, dann habe ich da noch mehr Platz. Dann mache ich mir einfach auf zum. Danke, das repariert. Isotopes sind soweit auch fertig. Jetzt kümmern die sich um den Müll. Weißt du was? Ich upgrade das mal. Jetzt zieht das mal richtig meine Batterien leer. Hoho. Krass. Krass, krass, krass. Was machen die? Ach, die machen das Ding leer. Immer noch 6 Living Space. Brauche ich aber nicht, weil hier ist ganz viel Zeug drin. Was die einsammeln können, was ja auch okay ist. Aber ich komme. Ja, ich weiß, kein Strom. Bin komplett without of power. Without power. Weil meine ganzen. Das Ding ist so schnell leer gewesen jetzt. Alter. Krass. Ja, komm. You know what to do. Bring mal eben die Isotopes dahin aus. Sind noch 12 Stück. Das ist 1. Wie viele sind das jetzt, die da hinlaufen? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist Nummer 8? Da kommt 8. Die laufen jetzt zurück und dann läuft gleich alles wieder. Gleich ist alles wieder an. Wir haben mehr Range, wir können ein neues Command Center bauen und ja, wir expandieren mal nach hier unten einfach mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe noch nie die Webkante gesehen. Würde mich ja mal interessieren, wie weit das Ganze geht. Ist ja auf jeden Fall noch Platz. Irgendwo sind noch 5 Camps. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Warum spiele ich so oft so langsam? So, 9, 10, 9, 10, 11, 12, ja. Und die gehen hier hin und nehmen noch 3-mal Müll mit. So. Jetzt gleich sind die Fuel Turbines wieder an. Ich brauche offensichtlich definitiv viel mehr Fuel Silos. Weil die ja überhaupt, die halten ja 5 Sekunden lang. Und ich meine, ich habe 2000, ja gut, ich habe 2700. Ich habe 14.000 Energie im Speicher. Wäre natürlich nice, wenn du jetzt angehst. Das geht aber nicht an, weil es keinen Strom hat. Ha! Das ist jetzt doof. Das ist jetzt blöd, ne? Warte mal. Das aus. Ne, das brauche ich gar nicht ausmachen. Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt das Ding ausschalten? Das Ding ausschalten. Das Ding. Das Teil bekommt über 3 Ecken Strom. Ah, jetzt habe ich ein Problem. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ziemlich doof, würde ich mal behaupten. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt geht das Command Center nicht mehr an, weil es keinen Strom hat. Das ist jetzt echt dumm, ne? Aber ich muss jetzt wirklich. Nur damit ich. Damit das einmal wieder funktioniert. Das ist total bescheuert. Guck mal, ich kann das anmachen. Und das auch anmachen. Das ist völlig egal. Jetzt zieht es den Strom leer. Und dann geht wieder alles. Ich muss nur einmal. Ich muss die Dinger nur einmal resetten. Dann funktioniert es. Weil der sonst keinen Strom hat. Sonst hätte ich jetzt eine Fuel. Dingens hier drin gebaut. Das wäre auch noch gegangen. So, ich komme bis da.
Haben wir denn hier so? Eieieiei, was ist das denn? Alter Finne. Okay. Werde nie wieder ein Fuel-Problem haben, wie es aussieht. So, hier hin. Und dann gib ihm. Das heißt. Hier wird, kommt eh was raus. Hier sind die drei Dinger. Ich kann hier einfach nochmal zwei hinstellen. Hier stehen dann nochmal zwei. Oh, hier ist übertrieben viel von dem Zeug. Habe ich da so eine Mine? Braucht kein Mensch. Weil nämlich auch kein Mensch die abholt. Keiner kommt bisher vorbei. Wo sind die denn alle? Da oben laufen die rum. Wo laufen die denn hin? Ach, die holen, die machen das Ding hier leer. Ja gut, das ist okay. Muss ja auch mal gemacht werden. Und machen sie jetzt? Achso, das war die Straße, die Prio hatte. Ja, dann baue die mal neu. Hier ist voll vermüllt. Ja, 19 von 11. Ach, die holen das. Ach so. Weil das wohl nicht reicht, weil der Eingang hier wäre, holen die es von Hand raus, den Müll, und bringen den da hinten hin. Die holen den Müll da gerade raus, ne? Sehe ich das richtig? Ja, die holen den Müll da raus und bringen ihn zu Fuß ins Lager. Komm, bau mal hier hin, dann kannst du es wenigstens mit dem LKW machen, Leute. Ist nicht so schwer. Ich habe eigentlich extra dafür einen LKW. Jetzt muss ich mal gucken, haben die hier aufgeräumt? Ach, die haben nicht nur aufgeräumt, die haben die Dinger auch abgebaut. Ah ne, die haben die noch nicht auseinandergenommen. Das Mantel ist irgendwo ganz unten wahrscheinlich, ne? Das Mantel Device ist hier. Das Problem ist, dass das Lager gleich voll ist, ne? So, machen Sie es denn jetzt mit dem Auto wenigstens. Danke. Geht doch. Okay, jetzt fahren Sie mit dem Auto hin. Das ist auch Level 3, ne? Okay, da ist jede Menge Platz noch. Also mehr als genug Platz, aber das Ding ist Level 2 und bald voll. Aber die müssen eigentlich jetzt immer nur noch den Weg hier fahren. Für Müll. Außer Müll hinbringen natürlich. Aber ich könnte natürlich nochmal... Ja gut, ich habe nicht genug Isotopes, aber ich... Guck mal, die können immer eine volle Ladung mit direkt 5 Stück. Da passen eh nur 10 rein. Level 1, da kann ich einfach mal 20, 30 rausmachen. Jetzt sind da 30 Waste drin und wenn dann immer voll geladen wird. So, Survey complete. Das war doch ganz hier unten, ne? Genau. Komm, wir nehmen das Artefakt mit. Minerals 14, ja komm, egal. Und da haben wir, machen wir mal so. Stellen wir mal alles auf Prio. Ah, die sammeln gerade das Zeug ein. Alter, 67 liegen hier rum. Wie soll man das denn wegkriegen? Und hier liegen auch nochmal, ziehe ich dann mal rein, wie viel denn da rumliegt. 58. 73, wo soll man das denn? Ich meine nicht, dass man das nicht lagern könnte, aber bitte wo zum Henker soll ich das denn unterkriegen? Jawohl, ein Lacher. So, das ist Energy 1 und Energy 2. Die sind komplett voll mit 24 Stück. Mit 8 Energy Generator und hier drin sind... Ja, das ist genau das gleiche drin. Logischerweise. Salvage complete. Ja, guck mal. Fein. Survey. Dismantle. Connect Building. Das kann alles runter. Kommen Sie noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jobs gerade zu tun. Waste ist natürlich ganz oben. Sollte ich vielleicht mal den Smokestack vorher befüllen? Beziehungsweise, ganz ehrlich, ich gehe jetzt her und upgrade den. So, leck mich.
Und die Dinge muss ich eigentlich auch upgraden. Ich habe jetzt eigentlich genug Typis, die hier rumrennen. Ich habe 10 Leute, die die ganze Zeit rumrennen. Das ist mehr, als ich es normalerweise habe. Plus die Factory 1 ist halt meine Conversion Capsules. Diese Dinger, beiden Dinger sind für Strom. Ich könnte natürlich hier noch ein Ding. Hier noch eine Factory hinbauen. Da brauche ich nur ein paar Isotopes. Gerade 0. Das ist nicht viel. 0 ist ein bisschen sehr wenig. Das mit dem Filter finde ich voll gut. Hätte ich mal eher rausfinden können. Von hier sieht aber auch geil aus, ne? Ich mag ja die verschiedenen Ansichten. Das hier ist total cool. Ich mag ja auch, dass es in Isometric ist. Das ist total nice. Oh, und ich sehe gerade, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ups. So gucken wir normalerweise. Ja. Wir werden nochmal mehr Strom besorgen und werden das hier innen alles upgraden und so. Das werde ich mal priorisieren. Und dann werden wir nach hier unten expandieren und dann schauen wir mal, was sich da alles so ergibt. Das und vieles mehr. Hier Pause machen in der nächsten Folge. Haut rein.